Nach The Last of Us, The Last of Us Remastered für PS4, The Last of Us Re-Remastered für PS5 und The Last of Us Demastered für PC, habe ich nun endlich The Last of Us die Serie geschaut, weil ich einfach nicht genug davon bekommen kann, der immer gleichen Zombie-Geschichte zu lauschen. Wenn ihr Songwünsche habt, ruft sie einfach. Spielt denselben Song nochmal. Alles klar, denselben Song und los. Intro. Okay, wo fange ich an? Vielleicht einfach mit dem Elefanten im Kuppenkäse namens Folge 3, damit wir danach über das wirklich Wichtige sprechen können. Die ist einfach wundervoll gespielt, musikalisch untermalt, gefilmt und getragen von Bill und Frank bzw. deren Liebes- und Lebensgeschichte. Und ja, schlicht alles an dieser Episode hat mich bei den Eiern gepackt und emotional abgeholt. Ja, ich gehe sogar so weit zu behaupten, dass ich Kolbitzer Heidebock auf eine 5-Episoden-Spin-Off-Serie mit den beiden hätte, und genau hier liegt die Pizza auf dem Dach. Denn die Folge hat, so gut sie ist, einfach nichts im ersten Akt verloren. Ich meine, echt jetzt, wir befinden uns mitten im Worldbuilding und Character Build-Up für Ellie und Joel und plötzlich gibt es 45 Minuten heile Rom-Com um die Omme, wo es doch eigentlich 2 Folgen zuvor darum ging, uns in eine gnadenlose Apokalypse zu entführen. Ja, es sollte ein prominenter Spot für Repräsentanz sein, okay, geschenkt, doch in Anbetracht der Tatsache, dass eine unserer Hauptfiguren ebenfalls homosexuell ist, weiß ich nicht, warum man ihre Art dafür pausieren musste, um uns die Intro-Montage von oben in Slow Motion und Gay zu erzählen. Ich meine, hätte Ellie nicht ausgereicht, um dem Thema adäquat Raum zu geben? Und ist das hier Fungusphilie? Ich frag für einen Freund. Was für die Gesamthandlung aus Folge 3 übrig bleibt, ist, dass unsere Protagonisten für den Anfang von Folge 4 nun einen Pickup fahren, den sie nach 5 Minuten in ein Schaufenster löten. Ich hätte gern Brot. Vollkorn oder normal? Ansonsten könnte man die Episode komplett aus der Handlung streichen, es wäre schlicht ohne Konsequenz für irgendwas, was übrigens ein allgemeines Problem der Serie beschreibt, denn ohne zu viel zu spoilern, der ADHSler in mir würde aus den 9 Folgen gerne 7 machen, soll heißen, mir fehlt es wie schon im Spiel an Substanz im Plot der Odyssee, welche nicht immer effektiv durch Charaktermomente ersetzt werden kann. Aber hey, das war's dann schon mit Gemecker. Ab jetzt mache ich den Frank, wenn er Bill am Piano sieht, und muss aufpassen, dass ich mir nicht ob der gebotenen Geilheit selber in den Bart spritze. Also nochmal für die Lowlights, kurz Lack absetzen und zuhören. Ich weiß, es ist viel verlangt. Ich kritisiere nicht den Inhalt von Episode 3, sondern ihre filmtheoretisch betrachtet dramaturgische Deplatzierung. Sie ist schlicht am falschen Ort zur falschen Zeit, denn die ging den Machern daher später für die Beziehung zwischen Ellie und Joel flöten, was darin mündet, dass Folge 6 den 2. Akt beendet, in dem man die Figuren nun fix einmal komplett through the motions jagen muss. Aber hey, als Filmfan ist mir diese kompakte Erzählstruktur ja durchaus lieber als der Fokus auf Sidequests und Nebenfiguren. Jedoch war es der Gamer in mir, der wahrlich befriedigt wurde. Nicht nur, weil man sich teilweise wortwörtlich an der Vorlage orientiert, was auch die Schauwerte betrifft, sondern gerade wegen der subtilen Ergänzungen, Hintergrund-Add-ons und sinnig bereinigten Logikproblemchen des Games, ganz besonders im Hinblick auf die Genesis der Pilze. Ach, und übrigens kann ich den Ärger um die fehlende Zombie-Action in der Serie nicht wirklich teilen. Gerade der Verzicht auf übermäßige infizierten Kontakte macht die kurzen Encounter einzigartig und erinnerungswürdig. Besonders die Klickersequenz aus Teil 2 schwebt hier ja schon fast auf Jurassic Park Küchenraptor-Niveau. Und ohnehin, ich liebe die Performance der Befallenen im Allgemeinen wahrscheinlich, weil mich ihre Darbietung an die Krankenschwestern aus Silent Hill erinnert, welche von Profitänzerinnen verkörpert werden und hey, mit einem Kissen auf die Sicht, welche bekanntermaßen von Profitänzerinnen verkörpert wurden, was eine gehörige Portion Creepiness ins Movement bringt. Sprich, die Monster in der Serie werden ebenfalls von Leuten gespielt, die wissen, wie man mit dem eigenen Körper umgeht. Was das anbelangt, geht The Last of Us also einen wesentlich besseren Weg als beispielsweise The Walking Dead, wo man uns zunehmend einfach hunderte belanglose Zombie-Statisten ohne Sinn und Impact vor den Latz kackt. Wobei, okay, der Vergleich ist etwas unfair, denn sind wir mal ehrlich, Warner verballert offensichtlich das gesamte Budget einer Walking Dead-Staffel bereits in einer Episode Letzter von uns. Heißt, wie Naughty Dog bei den Games gelingt,
es HBO, die definitiv grundgenerische Geschichte einfach so voll Geld zu pumpen, dass letztlich garantiert was Wertiges bei rumkommt. Aber hey, mir soll es recht sein, solange die investierte Asche on screen zu erkennen ist. Ja, der ging an dich, Netflix, und wird nicht alt. Beziehungsweise im Umkehrschluss, man nicht wie bei der Konkurrenz ohne Budget ständig durch denselben Kack-Laubhaufen stolpert. Laubhaufen, da haben wir früher immer Bärenfallen drin versteckt. Fungus-Fazit. The Last of Us ist poliert wie eine Pullerkuppe nach 24 Stunden Reeperbahn und mit Sicherheit mindestens genauso pilzverseucht. Scheibenpilz. Und ja, eigentlich gibt es hier nur ein Alpakalypsen-Klischee nach dem anderen geboten, aber hey, was soll ich sagen? Wie schon das Game blendet mich dieser Blender einfach blendend, als hätte man ihn mit Blender-Med geputzt. Dem Sponsor der heutigen Sendung. Natürlich nicht. Sponsor seid ihr, wenn ihr den Super-Danke-Button drückt. Jetzt ehrlich, ich brauche das Geld. Also daher Daumen hoch für Genre- und Survival-Horror-Zocker, denn das hier ist schlicht der neue Standard für Videospielverfilmungen. Production Design, Schauspieler, ganz besonders Tess hat es mir angetan, super Casting und sinnvolles Writing adaptieren die Vorlage respektvoll und abseits vom Money auch mit der nötigen Kompetenz. Und ach ja, als Fan von sinnvollem Setup und Payoff muss ich auch das abschließend nochmal beklatschen. Bleibt am Ende also nur zu hoffen, dass Pedro Pascal seinen Riechkolben auch in Staffel 2 in Ellies Angelegenheiten steckt. Das klingt nicht richtig, wäre aber auch falsch, wenn plötzlich, was weiß ich, eine Bodybuilderin auftaucht und Joel den Schädel einschlägt. Absurder Gedanke! Übrigens, wenn ihr Passi mal in einer anderen Escort-Mission sehen wollt, scheißt mal auf den Star Wars-Popel und gebt euch Prospect. Link zur Review in der Beschreibung.